Ja, hallo. In diesem Video geht es heute um Elektrosensibilität. Das ist ein ganz wichtiges Thema und bleib wirklich bis zum Ende dabei, weil vielleicht betrifft dich das Thema sehr stark. Das wissen ganz viele nicht, warum sie überhaupt krank werden durch Elektrosmog. Ja, woran kannst du merken, woran kannst du feststellen, dass es dich betrifft, dass du elektrosensibel bist? Ich erzähle dir einfach mal meine Geschichte, weil ich gehöre wirklich zu der Sorte Mensch. Ich bin sehr sensibel und vor allen Dingen auch elektrosensibel. Und ja, was auch herausgefunden wurde, dazu gibt es also auch Studien im Fraunhofer Institut, die wurden dort durchgeführt. Und ich möchte dir einfach sagen, was dort herausgefunden wurde. Und das ist sehr interessant. Was die meisten nicht wissen, ist, dass zum Zeitpunkt deiner Geburt entschieden wird, ob du später im Leben elektrosensibel wirst oder nicht. Und es findet deshalb statt, weil die Geburt ist im Grunde ein magnetischer Prozess. Das heißt, die Geburt wird eingeleitet, deine Geburt wurde eingeleitet durch einen magnetischen Prozess. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du bleibst so lange im Mutterleib mit deiner Mutter auch verbunden, auch energetisch, solange sich Mutter und Kind nicht abstoßen. Ja? Also das heißt, es gibt ja den Plus- und den Minuspol. Und es ist alles in bester Ordnung, bis die Geburt eingeleitet wird und dort ändern sich die Pole. Das heißt, du wirst abgestoßen. Ja? Dann die Wehen der Mutter entstehen, weil sich plötzlich die Polung ändert und Mutter und Kind sich voneinander abstoßen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Heute wird der beeinflusst durch eingeleitete Geburten, ja? Also wo der Embryo ist im Grunde noch gar nicht fertig, zur Welt zu kommen. Und im Grunde entscheidet das Energiefeld des Embryos, wann du geboren werden möchtest. Das heißt, erst in dem Moment, wo du dein eigenes Energiefeld vollständig aufgebaut hast, ja, so was der Energiefeld, das hat jeder Mensch um sich rum, ja, dort findet man alle Informationen. Du kennst es vielleicht auch unter dem Begriff Aura. Ich sage aber lieber Energiefeld, ich finde das interessanter so, ich finde das Wort ist einfach stimmiger für mich. Wenn dein Energiefeld fertig aufgebaut wird, dann stößt du dich von der Mutter ab und es kommt zu deiner Geburt. So, warum ist das wichtig, dass das nicht vorzeitig eingeleitet wird, deine Geburt? Oder auch bei, ja, wir haben das heute zeitgemäß, es werden fast alle Geburten eingeleitet. Es gibt ganz wenige Sonntagskinder, weil die Geburt ist mittlerweile ein sehr schneller Prozess und fast schon mechanisch. Es ist gar nicht mehr so natürlich wie früher. Das heißt, in dem Moment, wo der Embryo unfertig mit einem unfertigen Energiefeld geboren wird, ja, weil die Geburt eben eingeleitet wurde, ist das Energiefeld auch im späteren Leben nicht in der Lage, sich den Körper vollständig zu schützen, weil dein Energiefeld schützt auch deinen Körper vor Belastung, vor Viren, vor Bakterien, vor Elektrosmog. Hier in diesem Video geht es um Elektrosmog. Das heißt, wenn du zum Zeitpunkt deiner Geburt eben noch nicht fertig ausgebildet warst, dein Energiefeld nicht ausgebildet war, dann wirst du später ziemlich sicher elektrosensibel sein. Ja? Und dann merkst du auch, dass dein Immunsystem nicht richtig funktioniert. Symptome, die du dann bemerken kannst oder die du vielleicht auch heute bemerkst, ist, dass wenn du dich länger in geschlossenen Räumen aufhältst, wo viele WLAN-Netze sind, dass du vielleicht einen Schädel bekommst, dass du Kopfdruck bekommst, dass du Migräne bekommst, Kopfschmerzen bekommst, extrem erschöpft wirst oder auch nervös wirst, hypersensibel, dass du vielleicht zittrig wirst, das Gefühl hast, dein Kreislauf sackt ständig zusammen. Das war so mein Hauptsymptom, dass ich ja, das Gefühl hatte, ich habe zu niedrigen Blutdruck, ich war dann auch erschöpft. Und vor allen Dingen, ich habe das gemerkt, wenn ich direkt vorm Computer gesessen habe, dass eine Kälte in mein System kam. Ja? Also dass wirklich wie durch die Hand die Kälte so hochkroch und ich mich dann schlecht gefühlt habe. Ja, also das können also Symptome sein. Es ist eben wichtig, dass das Energiefeld steht, ja, also dass du das auch wieder auskurierst, dass du nicht mehr elektrosensibel bist. Und deshalb ist es wichtig, dass du um elektrosensibel, also wenn du das kurieren möchtest, dann ist es eben wichtig, dass du versteckte Belastungen aus deinem Körper ausleitest. Ja, also da habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Das sind Borrelien, Pfeiferviren, Bakterien, Rötelnviren, Herpesviren. Denn diese Bakterien und versteckten Belastungen blockieren dein gesamtes Energiefeld, ja, speziell die Zirbeldrüse. Und dann findet eine Fehlinformation in dein Energiefeld statt. Und im Grunde kannst du dir vorstellen, dass du wie so ein
ja, wie so ein Luftballon durch die Gegend läufst. Also im gesunden Fall hast du einen aufgeblasenen Ballon. Und wenn du elektrosensibel bist, dann fällt dieser Ballon zusammen und du hast sowas wie gar keinen Schutz. Ja? Und dann sind diese versteckten Belastungen eben auch in deinem ganzen System. Und wenn die dann auch noch da sind und der Elektrosmog kommt, dann fühlst du dich eben total schlecht. Deshalb ist es wichtig, deinen Körper zu befreien, ja? Zu entgiften, zu entmüllen, damit sich dein Energiefeld langsam auch wieder aufbauen kann. Ja? Dann solltest du natürlich in der Zeit schauen, dass du geerdet bist. Also wenn ich arbeite am Computer, dann habe ich meine Erdungsmatte. Ja? Das könnt ihr euch in anderen Videos nochmal anschauen. Ich schlafe geerdet, ich schlafe auf Erdungslagen, weil in dem Moment, wo du geerdet bist, baut sich dein gesamtes Energiefeld auch wieder auf. Ja? Das regeneriert sich einfach. Und das merkst du dann auch, dass du dich körperlich besser fühlst, dass du tiefer schläfst, dass du ausgeruhter bist. Und nachts findet eben die Regeneration statt. Ich schaue auch, dass meine Barfußsandalen, ihr wisst, ich habe die Tarasholz Barfußsandalen entwickelt, dass die geerdet sind mit einer Kupferniete, dass ich auch tagsüber mich erden kann, also dass ich nicht immer Gummisohlen trage, die mich abschotten vom Erdfeld. Ja, also schaut euch dazu nochmal meine anderen Videos an, ich blende euch die oben ein. Wichtig ist, dass ihr dafür sorgt, dass sich das Energiefeld wieder regenerieren kann. Also erste Sache, versteckte Belastungen ausleiten. Zweite Sache, erden. Dritte Sache auch erden, vierte Sache erden, gesundes Wasser trinken, Vitalstoffe nehmen, gesunde Ernährung, vollwertige Ernährung. Es geht darum, dass du auch deinen Körper stärkst. Ja? Aber wichtig eben, dass du dafür sorgst, dass dein Energiefeld sich wieder richtig wie so ein gesunder Luftballon entfalten kann. Ja? Und dann hast du einen gesunden Schutz vor Elektrosmog. Ja? Erst in dem Moment. Und das kann ungefähr ein Jahr dauern, es kann ein halbes Jahr dauern, sehr unterschiedlich. Ach ja, was noch ganz wichtig ist, auch durch traumatische Erfahrungen, ja, durch zum Beispiel plötzlichen Tod eines geliebten Personens oder einen schweren Unfall, kann das Energiefeld zusammenfallen. Ja? Also auch das Trauma bewirkt, dass du total sensibel wirst, speziell elektrosensibel. Ja? So stell dir immer wieder vor, im gesunden Zustand bist du ein aufgeblasener Luftballon. Und wenn du dich schlecht fühlst und krank wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Ballon zusammengefallen ist. Ja? Dass die Luft raus ist und dass das Energiefeld dich nicht mehr schützen kann. Ja? Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du dazu Fragen hast zu den Themen, kannst du uns kontaktieren. Du kannst uns eine E-Mail schreiben. Du kannst hier unter das Video einfach deinen Kommentar hinterlassen. Bitte sei respektvoll, auch den anderen gegenüber, weil nicht jeder hat diese Informationen und viele Menschen haben dazu Fragen. Also fühl dich herzlich eingeladen, dass du deine Fragen postest. Abonniere den Energy Newsletter. Ja? Das ist ganz wichtig, denn wir halten dich mit diesen wichtigen Dingen auf dem Laufenden, ja, die deine Gesundheit schützen. Vieles kannst du auch selber tun und wenn du Fragen hast, kontaktiere uns einfach. Ja, einen schönen Tag.